Grüß Gott, lieber Zwilling, ich begrüße dich. Dies ist eine sehr ereignisreiche Legung für dich. Sie ist umfassend. Bei dir passiert viel auf einmal. Und es passiert so viel, wo es für dich gerade sehr schwierig ist, weil es fast dich erzieht, an deine eigene Intuition zu glauben. Also es ist hier erziehend, ist durchgekommen. Es ist so viel Druck wird gerade auf dich ausgeübt, dass du nach innen gehst und deiner inneren Wandlung vertraust. Hier die Wandlung, die ist zusammen durchgekommen. Also dein Durchbruch ist hier ganz klar. Du bist diese Stufen hier raufgegangen, hast sie verbunden mit deinem höchsten Sein und hast die Nabelschnur, die Genetik verbunden. Deine Nabelschnur hast du zum Schwingen gebracht. Da ist eine enorme Klärung mit deiner Ahnenlinie vorangegangen. Und Heilung, also es ist wirklich Heilung, was durchgekommen ist. Und diese Heilung hat... Die bringt dir jetzt Glück und Inspiration. Und das ist etwas, also Heilung ist etwas, was du schon seit Februar spürst du das schon, dass du neue Horizonte erreicht hast. Dass du plötzlich, dass du die Sonne hast neu aufgehen sehen. Von ganz anderen Blickwinkeln. Von ganz anderer Schönheit. Und daran merkst du, und ja, und das hat absolut deine Lichtqualität ist verändert. Deine Sichtweise ist so dem Licht hier, ist Plasmalicht, das ist die 3, ist es so dem, deine Sichtweise saugt praktisch das Plasmalicht an. Das heißt, deine Ahnenlinie, diese unteren Stufen, die sind jetzt der Iman für das Plasmalicht. Es ist so, dass du instinktiv weißt, wie du es einziehst. Anziehst oder einziehst. Und Fledermäuse sind eines der sensibelsten Geschöpfe. Und vor allen Dingen sind es Geschöpfe, die sich gut in der Dunkelheit ausrichten können, orientieren können, sag ich mal, im Ungewohnten, weil das hier ist alles, das ist zauberhaft, es ist ungewohnt, es ist Zauber, wie diese Karte sagt. Heute ist der 27. Mai, es ist eine 9. Und das ist auch eine 9, die 54. Ich komme da gleich noch weiter drauf, warum ich das sage. Aber es ist hier so, dass in der Dunkelheit fliegt hier über diesen roten Spot, wo du den Vogel siehst, der ist auf einem Pfahl. Aber über diesem roten Spot, sieht man leider sehr schlecht in der Kamera, ist es so, dass dort fast in der Dunkelheit kamoufliert, fliegt dann noch ein weiterer Raubvogel lang, also Adler oder Falke, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ein Vogel, der schnell ist, der behändig ist und der klarsichtig ist und weite Schwingen hat. Und dieser Vogel, der scheut sich nicht ins Rampenlicht zu gehen. Also sozusagen deine feminine Seite scheut sich jetzt nicht mehr, sich zu zeigen. Und kommt jetzt, also wirklich kommt hervor. Und du ziehst aus der Dunkelheit jetzt wirklich deine Korrespondenz an, dein Höchstes. Okay. Und was hier zu sehen ist, ist, also viele nicht-physische Zahlen kommen durch. Was zu sehen ist, dass du im Februar ist einiges passiert für dich. Und was ganz klar ist, dass du deine Zeitlinie gewechselt hast.
dass du dich ausgerichtet hast, dass du den Zeitwellenwechsel genutzt hast, dass du ihn gespürt hast. Und das spürst du durch die veränderte Lichtqualität, die du präsentierst. Und du merkst, du lässt deine Einbildungskraft zu, die so vehement, warum wurde da so viel Wert drauf gelegt, dass Kinder genau ihr schönstes Werkzeug nicht benutzen, weil es irgendwie irgendwelchen Interessen nicht diente. Und es ist so wichtig zu erkennen, dass das dein höchstes Gut ist, deine Vorstellungskraft, deine Bildung, deine dir inne wohnende Bildung. Und du hast so sehr da drin gelitten, dass du, also sie wurde wirklich so verpönt, deine Vorstellungskraft, dass du alles dran gelegt hast, normal zu sein, also sie nicht zu benutzen. Aber es war dir gar nicht so bewusst. Bis heutzutage, in den letzten Jahren, ist es dir klar geworden, dass du dann an deiner Vorstellungskraft gezweifelt hast, an deiner Intuition und an der reellen Kraft, die dahinter steckt, an deiner Essenz. Du hast an dem Ganzen sehr gezweifelt. Und jetzt hast du gesagt, Schluss aus. Also du hast es gespürt, deine Herzverbindung hat sich so mit deinem Stargate geöffnet. Also dein Herz ist aufgeploppt, richtig. Hier beides auf einmal und praktisch ist es doppelt gemoppelt. Es ist so, als ob du Zwilling im Zwilling, also dich so richtig so anschaust, so okay, das wolltest du mir die ganze Zeit sagen. Und du kannst ja jetzt nicht mehr umhergehen, dass deine Korrespondenz zu dir selbst lebendig ist und wundervoll. Und das ist keine Schizophrenie, das ist einfach so das ist deine Dreieinfaltigkeit, die in deinem Herz zugegen ist, die sich in deinem Herz praktisch ausrichtet. Und diese freudige Verbindung zur Quelle, die lässt dich in deinem Körper reisen. Die lässt dich erkennen, okay, ich spüre, da kommt ein neuer Ausdruck durch. Also dieses blaue Licht, das ist ganz klar dein Kehlkopfchakra, dass du jetzt deine Wahrheit auch ausdrucken möchtest. Deine Vibration. Es muss nicht immer Wort sein, Sprache sein. Es kann Gesang sein, es kann summen, es kann jede gefühlte Ausdrucksfähigkeit von dir sein. Auch die Arme, die gehen hier aus diesem ganzen Korpus heraus, sage ich mal, aus diesem oberen Körperteil. Also es ist jetzt deine Handlungsfähigkeit, die du jetzt erreicht hast, weil du nicht mehr deine Vorstellungskraft runtermachst. Weil du dir glaubst, eine Quelle ist zugegen. Du hast wahrscheinlich Katzen. Dieser Linkspin, also dieses Subtile, dieses Feinstoffliche, das wird von Katzen so immens gefördert. Und Katzen sind gleichzeitig diejenigen, die diese Symptome des Aufstieges, also deine körperlichen Signaltöne, sage ich mal, akzentuieren und erlösen können durch ihren Linkspin, Linksenergiespin. Das ist eine weitere 9. Was auch immer zugegen ist, ist, dass du so geführt wirst. Die weißen Federn, hier ist es eine hellblaue Feder, aber ich weiß nicht, wieso die weiße Feder, der weiße Rat oder die weiße Brüderschaft mir durchkommt.
Aber das ist so, dass du abgefedert wirst. Du wirst weich gelandet. Also es ist nicht so, es ist ganz schön viel dein Wechsel. Es ist jetzt nicht so, dass du ins kalte Wasser springst und nicht, also, oder dass du hart irgendwo aufprellst oder ich weiß nicht, was hart gegen sture Geschichten kommst, sondern es ist wirklich so, dass du jetzt im Einfließen bist. So wirklich sanft geführt wirst, mit deinem Herzschlag eingehend. Also Herzschlag und Fluss, hier die 13. Deine Lotusblüte, die ist sich so richtig schön am Entfalten, kraftvoll. Aber mit den geeigneten Klimaverhältnissen. Also du ziehst auch dein geeignetes Umfeld gerade sehr, sehr gut an. Und außerdem ist, also über der Feder ist es auch gleichzeitig, Leben und Kraft ist geschützt. Du hast ein Schutzamulett. Ich sehe da eine bestimmte Ahnenwesenheit hinter dir oder insgesamt eine Ahnenlinie, die sich in jedem Herzschlag mit dir verbinden kann, wenn du bereit bist. Und du siehst sie nachts schon, du siehst sie in deinen Träumen, du siehst diesen Zauber gegenwärtig. Aber heute, ganz speziell heute, ist hier eine Spiegelzahl noch, die 72 auf Mai präzisiert. Findet deine Stammesgemeinschaft zu einer Aufrichtigkeit durch dich. Dein Maibaum ist aufgestellt, du bist geradlinig, du bist fruchtbar, du bist klar, du bist schöpferisch, du bist verbunden in allen Aspekten, so dass alles zu einer reichen und gesegneten Ernte beiträgt. Es ist eine Führung zu Segen schlechthin, zu Überfluss, besser gesagt als Ernte, Überfluss. Außerdem sieht es wie eine 8 aus. Es ist so geführt, es ist so lebendig. Es sind so deine eigenen Ausrichtungen, es ist so dein Herzensstern ist sich jetzt am Ausdrücken. Und da bin ich dann, also ich spüre die ganze Zeit, dass ich dich darauf aufmerksam machen darf, dass deine Intuition funktioniert. Das heißt, ich lache, weil da ist einfach kein Zweifel dran. Es ist so enorm zauberhaft, was hier vor mir liegt. Also es ist wirklich so, du bist diese hochsensible, feinsensorische Frau oder Mann, das spielt keine Rolle, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie ich das manchmal sagen darf, weil dieses geschlechtsspezifisch ist manchmal schwierig. Du bist diese feinsensible Person. Und du bist vor allen Dingen, du bist mit deinem Stern zusammen, ist es wirklich so, dass du spüren wirst, dass dein Leid, wo habe ich das gesehen, dass auch so langes Leid vorhanden war, was du dir selbst, ja hier, was du dir selbst zugeführt hast. Dein Zwilling war immer aktiv. Also hier ist es auch Heart Connection. Es ist auch dein Zwilling. Zwei Drachen, die gemeinsam durch Unison, also die wissen zusammen zu tanzen. Es ist so eine wunderschöne Einheit, zu der du gelangt bist, dass es für mich auch nicht verwunderlich wäre, wenn du es einfach hast, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Also du bist sehr empathisch. Du weißt, dich gut einzuführen in den Herzschlag, in den Rhythmus, in etwas Schönes, Gemeinsames. Und dafür die Grundlage ist zum Beispiel Intuition, dass du die ganze Zeit immer wieder mit dem Herzen verbunden warst, schon immer. Aber dadurch, dass du etwas anderes wolltest, hast du dort nicht mehr dein Augenmerk drauf
abgesetzt. Und als du dann wieder spürst, dass es wichtig für dich ist, dann hast du es dir nicht glauben wollen, dass es noch präsent sei. Und hier ist es wirklich so, dass ich es dir sagen darf. Also dein Zauber ist dir inne. Und vor allen Dingen sehe ich das so ganz klar, diese Luftqualität, dein Element außerdem ist dir zugegen. Vier Heilungskraft, also sieben. Die Drachen sind sehr stark zugegen. Dieses Amulett, das kann auch sein, dass du vielleicht einen Ahnenschmuck hast, den du tragen möchtest. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich spürte, dass ich wieder von meinen Ahnen auf Bernstein hingewiesen wurde. Auf dieses solare Resina, wie nennt man das? Stein, wie nennt man das? Spielt keine Rolle. So wichtig, weil es am Bernstein hält so gut dieses Plasmalicht. Es kann es dir so gut repräsentieren. Dieser Zustand von Sonne und Licht in Materie. Eine der besten Gesteine, die es dir nahebringen kann, diese Evolution. Und das ist eine enorme Verwandlung. Du wirst dich leichter fühlen. Du wirst merken, dass du auch all das, was du in dich so reingefressen hast, sage ich mal in Anführungsstrichen, was nicht deins war, das wirst du jetzt ganz leicht einfach ab- und durchfließen lassen. Also wirklich einfach so hinter dich bringen und wirst spüren, dass du wirklich leichter wirst. Auch wenn du Probleme zum Beispiel damit hast, Gewicht zu halten für dich, also in einer bestimmten Nuance deines Gewichtes zu sein. Das wird sich jetzt so richtig schön für dich einpendeln, im Einvernehmen. Du wirst merken, dass du da auch nicht viel gegen kämpfen musst oder für kämpfen musst, sondern dass es jetzt durch die Wandlung, durch die Erlösung dir leicht fällt. Alles wird dir jetzt leichter fallen. Du bist aufgerichtet, du bist aufgestellt. Und es ist interessant, dass diese Karte, also für Zwilling hier, diese Karte, eine der letzten Karten, die im Mai dieses Jahres noch Sinn machen könnten und genau für die Spiegelung, für heute. Heute ist also etwas Wichtiges für dich am Entstehen. Und da habe ich jetzt hier noch drei Karten, die ich jetzt gemeinsam mit dir aufdecken möchte, die ich noch nicht umgedreht habe. Und das ist jetzt, das muss die Überraschung sein hier. Warum, auf was wirst du da so ganz klar hingewiesen mit dieser Aufrichtigkeit und dem Wind außerdem, der da so durchweht? Architektur? Wieder eine Elf, wie hier deine Sternverbindung. Architektur, Indien, Portal, Architektur. Rate mal, das ist etwas, was du ganz genau weißt. Wieder eine Elf, die 74. Du wirst auf etwas Also mit deiner Intuition weißt du ganz genau, worauf ich dich aufmerksam mache. Du weißt das einfach. Meisterwerke, dein Meisterwerk. Was hast du am liebsten gemalt? Wo hast du am liebsten drüber gesprochen, geschrieben? Wo hast du am meisten Aufmerksamkeit immer draufgesetzt? Wer waren deine liebsten Verwandten, Bekannten oder Ahnengeschichten oder Geschichten, die du gehört hast? Was war deine Lieblingsart und Weise, deine Zeit zu verbringen? Meisterwerke, wer sind deine Lieblingsmaler? Dein Lieblingsjahr, wo hast du drauf aufgebaut?
und hast es dann verschwimmen lassen. Aber es ist irgendwie immer durchgekommen. Was war das? Katze, ich sehe die Katze dort. Die Meise ist es wahrscheinlich im Februar, ich weiß es gar nicht genau. Der Adler, die Fledermaus, Tiere, gute Verbindung zu den Tierreichen, zu den hohen Tierreichen, zu den hohen Gipfeln Luft. Rate mal, was mag das sein? Ja, jetzt hast du mich ja total hier. Rate mal. Deine Neugierde. Du bist neugierig und das entdeckst du jetzt wieder. Du hast dich so ein bisschen abgetötet, deine Neugierde. Und jetzt prescht die so richtig wieder durch. Deine Neugierde, nimm sie wieder an. Du möchtest hinter die Dinge schauen, du möchtest entdecken, du möchtest, sei neugierig wieder. Juli, die nächste, wieder eine 74, wieder eine 11. Immer 1 zu 1, also deine Genetik, die hat dich ganz klar auf diesen Moment gebracht. Jetzt passieren Wunder in deinem Leben. Du wirst sehen, also wirklich, das ist zauberhaft, es ist wundervoll, es ist aufrichtig. Es ist authentisch, das ist dein Sein. Und hier diese Karte von Juli, das ist, was ist das für ein Vogel wiederum? Auch ein schöner Vogel, ein blauer Fink, ich weiß es nicht. Oder eine Blaumeise, ich weiß es nicht. Im Juli wirst du jetzt ganz, ganz präzise neue Veränderungen und lichtvolle Veränderungen spüren. Da wirst du wieder dieses Sonnenlicht, was im Februar bis Juli, das sind 5 Monate, das ist eine Veränderung. Das wirst du spüren, dieses Licht, was hier aufgegangen ist für dich. Das wirst du hier spüren, in seiner höchsten Vollkommenheit des neuen Herzensweges für dich. Hier ist sie. Naja, ich bin auf die Rückseite auch aufmerksam geworden. Das sah so wie ein Zwilling aus hier. Diese Transformation, die ist ganz klar bei dir präsent. Es ist ein Schmetterling, das Gelbe im Zentrum. Es ist so stark verbunden. Deine Herzenskraft hat sich wirklich evolutioniert. Dein Herz ist offen. Es ist enorm. Du stehst jetzt zu dir. Du weißt, ich habe da gar kein Wort dafür. Du pulsierst jetzt hier. Du vibrierst. Und du spürst deinen Seelenstern dort zugegen. Und das ist alles, was wichtig ist. Du spürst dich so gesegnet. Und das ist keine blöde Einbildungskraft. Das ist wundervolle Bildung. Ist Schönheit. Nochmal auf den Punkt gebracht. Du bist aufgefordert, jetzt dir zu glauben und deiner Vibration zu trauen, sie zu erkennen. Es ist alles. Dein Seelenstern ist zugegen. Deine Heilung ist in dir. Du bist heil. Du bist gesund. Du bist geführt. Du hast dein Schutzschild. Hab keine Angst mehr. Du kannst das.